So, da vorne wollen wir dann die Grundfahraufgabe 20 Meter geradeaus rückwärts machen. Beim Rückwärtsfahren ist es schon beim Vorwärtsfahren wichtig, dass man sich schön gerade hinstellt. Ich würde nicht ganz nah an den Bordstein hinfahren, weil dann nehme ich mir die Möglichkeit, noch leichte Korrekturen an der Lenkung zu machen. Also am besten einfach so mit einem dreiviertel Meter Abstand vielleicht. Und ja, ich bleibe jetzt immer stehen. Und dann machen wir die 20 Meter rückwärts. Erik, du bist wieder mal Sicherungsposten, steig bitte aus, schau, ob hinten frei ist und gib mir ein Zeichen, wenn was im Weg ist. So, Erik ist frei. Ja. Beim Rückwärtsfahren muss ich immer ganz schnell links, rechts, hin und her schauen in die Außenspiegel. Und sobald ich merke, dass auf einer Seite die Vorderkante des Anhängers rauskommt, lenke ich sofort leicht in diese Richtung. Dadurch hält man den Zug gerade. Der Zug ist 18,35 Meter. Das heißt, knapp 2 Meter länger. Yeah.